das ganze Problem, es ging alles bei uns mit staatlichem Druck, das wurde immer mehr, die Kultur. Ich möchte gerade das Beispiel Kultur anschneiden. Es war dazu mal üblich, da wurde im Theater, das Theater war genau wie heute zum Teil, nicht ausgebucht, wurde subventioniert. Und dann hat man in den Betrieben hat man die sogenannten Theaterringe organisiert. Das lief so ab, der Meister, die Betriebe kriegten so und so viele Theaterkarten. Und der Meister kam in die Kollektive, kam zu uns und sagte, hier, ich habe hier so und so viele Karten und die müssen verteilt werden und geht da hin. So, naja, und da war es so, da nahm jeder eine Karte, da wollte nicht Nein sagen. Aber wenn ich dann ins Theater ging und saß in der Reihe, dann habe ich meistens dann gesehen, da saß ich mit meiner Frau alleine und die anderen Karten, die meine Kollegen dann bekamen, da war keiner gekommen. Und das waren alles Sachen, Widersprüche, wo ich gesagt habe, das ist nicht in Ordnung, das ist eine Unehrlichkeit. Und mit einer Unehrlichkeit kann ich nicht leben. Und ich habe in dieser Zeit dann, wie gesagt, manche Nacht nicht geschlafen und habe mit mir gekämpft. Wie soll das weitergehen? Wie wird das weitergeführt? Und das kannst du nicht mehr durchstehen. Und habe mich dann 1968 dazu entschlossen, aus der Partei auszutreten. So, und ich kann Ihnen sagen, wenn ich heute daran denke, das war dazu mal, ich habe da mit keinem drüber gesprochen, weil es zu gefährlich war wegen der Bespitzelung. Es war so jetzt, wenn wir gesessen haben und Pause gemacht haben, dann musste man denken, dass der Kollege, der neben ihm sitzt oder mit uns arbeitet, im engsten Kreis Stasi-Spitzel ist und wartet nur und dass er kann dann Berichte machen und sie haben dann große Schwierigkeiten. Das war ja bekannt dann durch solche Sachen. Das habe ich nicht getan, habe das für mich behalten. Aber eines Tages eine Austrittserklärung geschrieben an die Partei, habe das alles gegründet. So, und da haben viele Kollegen dann so diese erfahren hatten, die sagten zu mir hier mit den Worten, du musst doch lebensmüde sein. Und ich bin dann in dieser Zeit, wo das alles lief, wo ich das eingereicht hatte, bin ich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit ging, habe ich mich zu Hause auch von meiner Frau verabschiedet und habe gesagt, wenn ich nicht wieder nach Hause komme von der Arbeit, dann gehst du, meine Frau stammt von Leipzig, dann nimmst du hier unser Kind und fährst nach Leipzig, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber es ging dann so, muss ich sagen, meine Austrittserklärung war hieb- und stichfest, war auch so geschrieben, glaube ich, dass man selber musste sagen, ja, der Mann hat gar nicht so Unrecht. So, und das Kuriose war, das hat sich gezeigt, im Statut dieser Partei war verankert bei Austritt, ein Austritt wird nur genehmigt in der Mitgliederversammlung, in der Vollversammlung. Und das ist hier nicht gemacht worden bei mir. Ich bin runtergebeten worden zum Parteisekretär. Da waren laufend dann von der Kreisleitung kamen Leute her. Da musste ich runterkommen und sollte eine andere Austrittserklärung unterschreiben, andere Gründe. Meine Gründe sollten nicht akzeptiert werden. So, und das war natürlich dann klar, von dieser Zeit an wurde ich, das habe ich auch dann indirekt gehört hier, war ich Staatsfeind geworden. Wurde ich offensichtlich dort, also nicht offiziell, aber so hieß es, ich brauchte im Betrieb auch nicht mehr zu kommen, irgendwelche Rechte. Es waren zum Beispiel, wenn es Prämien gab oder sonstige Sachen, dann wurde ich immer benachteiligt. Die Kollegen, die manche so, die die Arbeit nicht so genau nahmen, die vielleicht beim Blau gemacht hatten oder haben, wie es so üblich war, ihre 6 Wochen krank im Jahr weggemacht, die haben zum Schluss mehr Prämie gehabt wie ich, obwohl ich ordentlich meine Arbeit gemacht habe. Ich durfte mich aber nicht beschweren, weil ich genau wusste, ich bekomme kein Recht.